Ja, Freunde, damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoob. Hier geht's direkt weiter, Leute. Wir wollen mal ein bisschen gucken, was zum Beispiel Jasmin so macht. Nicht wahr, nicht? So, die Systeme sind gerade hochgefahren. Wir haben es nämlich 10 nach 12. Also sind alle, ja, entweder gut genährt oder sie sind jetzt alle am Kochen und freuen sich schon auf die Nahrung, die sie bald alsbald einnehmen können. Meine Pizza ist auch gerade aus dem Backofen rausgekommen. Aber, liebe Freunde, ja, die Grafik fehlt wieder, ne? Ist noch so extrem heiß, deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann mach schnell ein Video, ne, so nach dem Motto. Und dann, wenn ich hier mit durch bin, wenn ich mich hier gequält habe, die fast 30 Minuten, dann esse ich halt die Pizza, ein bisschen abgekühlt, weil ich mache da mal Tomaten und Paprika drauf, ne. Naja, und das Ding ist halt, wenn man da dann unterm Käse so manchmal so eine Tomate hat, dann ist die halt noch extrem heiß, ne, da kann man sich voll verbrennen, Alter. Ihr kennt es mittlerweile wahrscheinlich selbst, jeder, der Pizza gerne mal frisst. Ja, ansonsten ganz entspannt, ne? Wir dürfen nicht vergessen, ich mache das ja hier nicht nur wegen des Geldes, sondern natürlich auch wegen der Community und so, dass mir hier also alle ans Herz gewachsen sind und nicht wahr, nicht? Aber nichtsdestotrotz könnt ihr natürlich jederzeit bei uns Mitglied werden auf meinem YouTube-Kanal. Und dann, liebe Freunde, dann sind wir hier auch wieder alle motiviert auf dieser Insel und ja, dann kann man hier vernünftig wieder investieren in den Channel und dann werden die Videos immer besser, immer klassere Sachen können wir hier durchziehen, ne? Die Innovation, die reißt nicht ab, ne? Mit dem Glücksrad, was ich hier ja erfunden habe, in Anführungsstrichen, ne? Also die Leute, die schon lange bei uns sind, die wissen ganz genau, dass wir einer der innovativsten Kanäle sind, deswegen, da gibt es gar nichts zu meutern, dass man da irgendwie auf anderen Kanälen so gucken soll, was die anders machen oder so. Weiß nicht, was die anderen machen, interessiert mich eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich mache das, was ich mache hier. Und das kann man mögen, muss man aber nicht. Und ich versuche mir immer was einfallen zu lassen. Und das war früher schon so, dass die Leute da immer so mit Neid und Missgunst auf mich geschaut haben. Vor dem Hintergrund, weil ich halt tatsächlich einen unternehmerischen Charakter habe, sage ich mal. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, und ja, das ist, dass ich halt Sachen mir wirklich oft einfallen lasse für unseren Server und so. Und das dann versuche natürlich so gut es geht umzusetzen. Ne? Ja, liebe Freunde, ihr seht es mittlerweile. Seht's, meine App war ja auch ein klasse Projekt, ne? Es ging aber nicht so mit meiner App, die LP Together App, die gibt's noch. Oder einfach LP Spiele müsst ihr eingeben in Play Store oder Google oder hier diesen anderen da, Apple Store. Dann findet ihr das alles. Ne? Und dann denkt dran, Leute, wir müssen alle vernünftige Symptome einleiten. Da wollte ich nämlich auch die App mit dem Spiel so ein bisschen verknüpfen und so. Das ging aber dann später nicht mehr, weil die Eule kam auf einmal. Die Eule hat gesagt, hier, komm, Junge, ne, reiß dich am Riemen, ihr seht selbst. Und wir halten uns hier bei der LP-Schmiede natürlich an die Eule, genauso wie der Verkäufer sich auch an seine Preise halten muss, die er hier zur Verfügung stellt. Denn Wolfi frisst schon wieder Kohl. Er hat immer einen Kohl dabei, ne? Wolfi ist der Kohlmann. Wieso guckt er mich eigentlich jetzt an? Die Frage ist, guckt er jetzt gleichzeitig Wolfi an? Muss ja, ne? Also ich versuche gerade zu verstehen, wie die Grafik so funktioniert, ne? Weil sonst würde Wolfi das ja jetzt sehen, dass der den Kopf so bewegt immer, ne? Aber Wolfi wird das nicht sehen. Bei Wolfi guckt er ihn genauso dämlich an wie bei mich. Also, ne? Bei mir oder wie auch immer. Und das führt mich... Siehst du, und hört auch die Sounds, die er sagt. Wenn ich hinter der Theke bin, meckert er halt, ne? Das wird Wolfi alles nicht hören. Und da komme ich halt auf diese Sache, dass jeder irgendwie seine eigene Realität hat, so, ne? Hier im Spiel sowieso mehr als in der wirklichen Realität. Ja, guck mal, jetzt das Have a nice day sagt dazu Wolfi auch. Das hat er vorher gesagt, jetzt kommt mein Have a nice day, weil ich bin ja ein bisschen später rausgegangen. So, das bedeutet also, dass wir alle andere Sachen sehen hier im Spiel, ne? Und das ist euch auch schon mal aufgefallen. Wenn zum Beispiel der Cargo in die Luft fliegt und aber nicht auf dem Boden steht oder sowas, ne? Oder wenn, keine Ahnung, die Leiche nicht da ist, andere sehen dann die Leiche und so. Also das finde ich ein bisschen komisch, Leute. Diesen Effekt in dem Spiel, versteht ihr? Wieso sehen wir nicht alle das Gleiche, Alter? Wenn ich hier jetzt einen Baum hacke, ne? Dann ist der Baum für mich weg. Wenn jetzt aber hier einer einloggt, dann, und hierher läuft, also für den anderen ist dann der Baum noch so da, ne? Also das ist, diese Effekte, die hat jeder von uns mal so ein bisschen irgendwie, glaube ich, schon mal beobachtet, oder? Das Auffälligste ist, was den meisten auffällt, ist halt, wie sie gesagt, dies mit den Bäumen.
Und da frage ich mich, wieso ist das so? Wieso, wie ist das so eigentlich programmiert, dass das so komisch funktioniert, wie es halt funktioniert? Na, guck mal, da kommen Lea, Leute. Lea sieht jetzt Wolfi. Oh, die beschnüffeln sich. Mal gucken, was passiert. Moin, hast du ein Stück cool für mich, oder was? Nee. Das ist alles mein Sein. Das hier ist, glaube ich, der teuerste Wagen im Spiel, Leute. Ihr seht's. Sieb's. Wolfi hat Rücklicht angelassen. Guck mal. Oh, er holt eine Kiste raus. Ja, also ist das spannend hier, Leute. Es geht schon, ist gleich wieder spannend hier. Ach, Wolfi hat ihn nur begrüßt, Moin gesagt oder sowas. Die können ja im Sprachchat reden. Ich habe das jetzt ja ausgemacht. Ich könnte das ja so machen, dass der Sprachchat nur für Mitglieder ist. Was haltet ihr denn davon? Aber das ist halt schwer zu machen, ne, hier im Spiel. Oh nein, Wolfi hat sich festgefahren, Leute. Sowas Ungeschicktes. Wolfi, reiß dich am Riemen, wir sehen das. Oh, da kommt ein Zombie, Wolfi, pass auf. Oh nein, Wolfi kassiert. Wolfi hat den eiskalt zerfetzt mit dem goldenen Katana, Leute. Unfassbar, oder? Das Ultraschwert hier im Spiel. Ja, ihr seht's, Wolfi zerfetzt auch seine Gegner, wenn schon denn schon, ne? Er macht keine halbe Sache, Leute, er macht's komplett. Er stellt sich mal vor, das wäre Sandro jetzt. Der Wolfi hat ja auch unser Auto irgendwie genommen und dann ins Wasser gefahren und gedacht, das wäre Sandro seiner. Da war Heiki denn sauer. Ich fand das ganz lustig. Ich musste ja nur extra noch unser Schloss rausnehmen, damit Wolfi das Auto nimmt, ne? Total crazy wieder. Also ist immer lustig. Na, guck mal, das Schiebe-Ding. Hier sieht man wieder, wie blöd das Schieben ist, ne? Er kippt hoch und fällt in der gleichen Position zurück. Oder noch eine schlimmere Position, Alter. Siehst du? Wolfi will ja, dass das Auto dahin geht. Ja, es geht aber nicht. Es kommt noch weiter zu ihm hin, ne? Und wie lange man darum rührt, ne? Also man, dass sich das Auto einmal komplett überschlägt, so, ne? So eine Rolle macht, das wäre schon mal ein bisschen besser. Also dieses Schieben müssen die mit mehr Kraft verbinden irgendwie, ne? Also diesen Krafthebel vom Schieben müssen die einfach verdoppeln und dann ist, glaube ich, diese Problematik. Ich glaube, wenn die das verdoppeln würden, dann wäre das gar kein Problem. Ja, ne? Dann wäre auch, hier wie gesagt, das Flugzeug, wenn es mal über Kopf ist, ne? Gleich wieder auf die Füße da und sowas, ne? Ja, Lea nimmt die Kiste mit zum Verkaufen. Also hier beim Händler ist immer was los, ich finde das immer lustig. Früher haben wir ja so... Guck mal, jetzt sagt er das zu mir wieder. Also es kriegt Lea nicht mit, das ist irgendwie komisch. Die sind komplett getrennt irgendwie. Komplett getrennt von Spieler zu Spieler und gleichzeitig aber auch verbunden. Also das ist alles ganz merkwürdig hier, finde ich das. Ich finde das bloß blöd, diese Lug- und Trugwelt. Wenn Lea hier einen Baum hackt, dann will ich, dass der Baum weg ist, ne? Ich will das sowieso einstellen, dass die Bäume weg sind. Dass sie nicht mehr nachwachsen. Sowas würde ich auch ganz gerne einstellen. Gut, Leute. Jetzt haben wir lange genug bei den beiden geguckt, ne? Wir dürfen ja nicht vergessen, da sind noch mehr Spieler hier bei uns auf dem Server. Und da gucken wir jetzt mal hin. Freunde, da ist Neo. Was macht er denn da? Er dreht sich. Ist hier irgendwo jemand oder was? Ich sehe hier keinen Neo. Du kannst aus dem Gras kommen. Oder wo auch immer der da ist. Im Morast seiner selbst. Auch ein goldenes Katana. Ja gut, mittlerweile... Ah ja, guck mal, jetzt kann man es ein bisschen besser sehen. Endlich hier im Gras. Mittlerweile haben die Leute auch Kohle. Dank unseres Glücksrades. Da kann jeder gewinnen, Leute. Na? Es gibt hier bei uns kein Pay-to-Win oder irgendwie sowas. Wir machen das so, ne? Wenn irgendeiner subbt oder Bits zum Beispiel rausballert bei uns im Livestream, ne? Dann sammeln wir das und machen, wenn ein Glücksstream-Abend ist, machen wir mal... Also Glücksrad-Stream ist Glücksstream. Dann drehen wir mal ein paar Runden da am Rad. Und dann kann jeder gewinnen. Man kann auch doppelt gewinnen und sowas. Also es macht immer Sinn bei uns im Livestream zu sein. Ihr habt dadurch natürlich dann auch Vorteile hier im Stream, also auf unserer Insel. Das ist ja selbstverständlich. Das ist einfach so. Denn die Leute, die mich supporten, die haben natürlich allgemein auch auf unserem Channel, auf unserem Kanal Vorteile. Ne? Das ist einfach so. Die Leute, die supporten, die Mitglieder und sowas, die haben alle Vorteile, Leute. Und das soll ja auch so sein. Man will sich ja auch bedanken als Streamer oder YouTuber, dafür, dass man eben Unterstützung bekommt. Und deswegen lasse ich mir auch immer wieder neue Sachen einfallen. Ne? Ja, und durch dieses Glücksrad, da kannst du halt Geld gewinnen oder mal ein Flugzeug oder was auch immer. Ja, gestern auch ein Rucksack mit, da waren Waffen drin, Munition und auch,
Ja, wie sollte es anders sein? 100.000 Scum-Money und sowas, ne? Also hier laufen doch teilweise schon reiche Leute durch die Gegend. Und die können sich dann halt ihre kleinen Wünsche erfüllen von dem Händler. Hier können sie ja alles kaufen, was sie wollen halt, ne? Das ist das Gute dabei. Und ich lasse auch manchmal so mal ein Auto stehen, Motorrad, Flugzeug und so weiter und so fort. Und das sehen denn die Leute bei mir im Stream. Und die können es dann haben. Ich lasse das ja mit Absicht, lasse ich das dann einfach mal stehen und lauf weiter und sowas. Ne? Ich mache das schon mit Absicht. Na, dass ich mal einfach so, ist am Scheißen. Oder strollern. Dass ich hier mit Absicht dann mal was da lasse. Das ist halt einfach nur als Belohnung für die Leute, die im Stream sind. Na, und damit wir dann vernünftige Symptome zusammen hier auf der Insel vollbringen können, Leute. Gut, Neo, du bist da auf jeden Fall hier in der Kampfzone. Dann schlag dich mal wacker, wir gucken mal weiter. Freunde, wir sind bei Ark gelandet. Und Schmo! Der gute alte Swifty. Wohnt ihr hier oder was? Ich habe noch ein Auto gerade eben gehört, Leute. Wo ist es? Wo ist es? Zu weit weg. Aber irgendwo war eben jemand, ne? Wo wird's abends oder was? Weil die Lampen sind hier angegangen. Was ist da los? Wo ist denn die Sonne? Ja, das ist Richtung Abend langsam, ne? Oh mein Gott, die Lampen sind angegangen. Guckt es euch an. Hier. Das Auge von Lordor oder Mondor oder wie hieß das nochmal? Um der Wolfskopf an einer Stange befestigt. Schmo, muss erstmal was trinken bei der Hitze hier im Süden. Ja, die PvE-Zone ist ja komplett im Süden, das heißt, die Temperaturen sind immer relativ hoch. Ja, und wenn man angezogen ist wie so ein Kampfpanzer wie er da jetzt, natürlich musst du ganz viel mal trinken. Und brauchst auch mehr Schnaufpausen und alles Mögliche. Also euer Charakter reagiert darauf, denkt daran, ne? Wisst ihr noch das Taikoshis Castle hier? Das war auch cool, ne? So Jump'n'Run-Level haben wir gemacht. Da könnten wir theoretisch sogar noch ein Jump'n'Run-Level mal machen, wenn da mal einer Bock hat, Goldie oder sowas, oder Huntress oder. Ja, wobei Huntress ist ja nicht so der Fan von diesem Gott-Modus. Aber Goldie oder so, ne? Wenn er dann da Bock zu hätte, zum Beispiel, dass er uns irgendwie so ein Event-Ding da aufbaut. Na, da kriegt er dann für dieses Projekt kriegt er dann eben Gott-Modus, dass er da nicht die Ressourcen sammeln muss, ist ja klar, weil er baut ja für uns alle dann, ne? Und dann könnte er eher so ein Jump'n'Run-Level irgendwie machen, weißt du? So einmal übers Meer rüber, dass man dann da rüberspringt oder was weiß ich was halt, ne? Also, weil es gibt ja die Möglichkeit, da irgendwie womöglich vielleicht noch sowas zu machen. Müssen wir mal gucken. Also vorher das Taikoshis Castle haben wir ja auch irgendwie so hingekriegt. Und ich glaube, ja, vielleicht geht das ja noch mit diesen Baumöglichkeiten. Also ist ja nur ein Vorschlag, wenn da jemand Lust hat, irgendwie so ein Event, also so ein Projekt zu bauen. Für alle, für uns alle hier, dass jeder immer jederzeit nutzen kann. Ne? Dann kann man das alles auch realisieren. Ihr seht selber, was hier wieder los ist. Da wird geschrotet, was das Zeug hält. Freunde, wir sind bei Orientus gelandet. Orientus C. Was machst du denn da? Auch Schrot? Knurrt aber noch irgendjemand? Wo bist du denn hier? Irgendein Bunker. Ja, wie gesagt, gucke an, die Welt ist so groß. Ne? Die Spieler sind meistens tatsächlich. Akira sagt Heiho. Die Spieler sind meist immer. Ja. Also an den Lootplätzen aufzufinden. Aber es gibt ja so viele Lootplätze und deswegen es ist halt so eine Sache an sich. Ne? Also ich finde selber, ihr wisst es, ich finde das Spiel zu groß. Das hätten die klein lassen sollen. Ja, bis das wirklich komplett entwickelt ist. Und dann die Karte erweitern. Ne? Also die machen den Bereich komplett fertig und dann patchen die Karte rein, wo alle Sachen schon drin sind dann. Ne? So hätte ich das gemacht, aber hätte Fahrradkette, müsst ihr ja selber wissen, wie sie das hier machen. Ne? Weil das ist ein Fehler gewesen, dass die Map gleich immer vergrößert wurde zu Anfang. Zwei, dreimal wurde die Map vergrößert, ohne Inhalt. Ohne Inhalt, Leute. Und das ist das Problem. Und seitdem beklagen die Spieler, oh, wir sehen uns hier gar nicht, ich fühle mich voll alleine. Dabei ist ja immer proppevoll, Alter. Jetzt, wir haben es Mittagsalter und da sind über 20 Spieler hier online durch die Gegend. Ja, das ist schon eine Hausnummer, ne? Aber bei 25 Sektoren, ja, da kannst du dir das vorstellen. Ein Spieler pro Sektor und dann hast du dann immer noch fünf zusätzliche Sektoren halt, ne?
wo denn kein Spieler drin wäre, wenn man die Spieler jetzt pro Sektor verteilt wird. Also das ist schon crazy, Alter. Freunde, wir sind bei Schokolade gelandet hier. Was macht der denn hier? Was ist da denn los? Was ist das denn? Ja, das, sowas passiert, ne, wenn man seinen Goldstatus kündigt, Leute. Habt ihr gesehen? Sowas passiert, wenn man seinen Goldstatus bei mir auf dem Kanal kündigt. Ja, da fliegen dann die Häuser in der Luft. Ihr seht es selber. Das Haus hier ist, hat er, glaube ich, gewohnt. Oder wohnt er da hinten? Ne, wohnt T, ne? Hier steht gar kein Schild mehr. Ne, das war Wolfi, glaube ich, Wolfi. Der Schoki wohnte da, glaube ich, ne? Da ist ja auch wieder ein Haus. Hä? Der baut die Häuser wieder auf? Verstehe ich gar nicht. Das ist Goldi. Olgi, Wolfi, Goldi, kleine Herr. Was ist das jetzt hier für eine Aktion? Verstehe ich gar nicht. Also bei Schurko ist es immer ein bisschen komisch, ne? Es ist so eine. Ja, so ein Charakter für sich, würde ich mal sagen, ne? Also. Es ist halt interessant immer, ne? Wie die verschiedenen Charaktere hier so sind. Tatsächlich, er baut hier sein Haus wieder auf. Oder Wolfis Haus. Aber warum denn? Wir wollten doch die Base hier zerstören und abgammeln lassen. Weil die, ihr wisst doch noch, ne, es war ja so, dass das Video fiese Nummer, ne, da könnt ihr euch denn, ne, vor ein paar Tagen kam das raus, da könnt ihr euch nochmal informieren, was denn hier passiert war, Leute. Also, es ist so, ne, die ganze Crew, also mein, die Banditen-Squad, der hat ja da irgendwie gewohnt, ne, und ich war hier alleine, ein bisschen abgekapselt, ja, und bei mir wurde alles zerstört. Und dann sind die Leute, oder einige halt gegangen einfach, ne, aus meinem Squad. 3, 4 Leute oder so sind einfach rausgegangen, ne, und dann haben die sich da verknödelt, ne, und gesagt, hier, über alles Scheiße, hier kannst du selber machen, so nach dem Motto. Und, für mich war klar, dass ich hier niemals irgendwie die ganzen Dinger da immer wieder reparieren muss, weil du musst ja jede Fahne musst du immer wieder reparieren, ne. Ihr wisst das, nach 2 Wochen oder so ist alles kaputt, ne. Und hier vorne die Fläche, die ist schon bei 50% oder unter 50%. Das heißt, das fängt an, hier kaputt zu gehen und dann bam. So, und ich habe mir gesagt, okay, damit wir es nicht umsonst gebaut haben, quasi, habe ich denn hier, also wohne ich hier jetzt noch aktuell, da ist auch mein Bettchen. Und keine Ahnung, mein Mofa ist irgendwie verschwunden und mein Auto ist auch verschwunden. Die Flugzeuge wurden wieder, also hier war irgendwie wieder ein Vandale unterwegs, der hier Radau gemacht hat, ne? Das sieht wieder ganz danach aus. Und trotzdem bleibe ich hier, weil ich diese Landebahn halt geil finde, ne? Das ist immer schön, gerade für Anfänger zum Trainieren und sowas, ne? Also das ist eine schöne, das wäre eigentlich eine Flugschule hier, muss man so sagen. Es ist eigentlich eine gute Flugschule, ne? Weil hier kannst du auch ein bisschen hin und her fahren und sowas und das ist ja ein Riesenkonstrukt hier, wenn du das mal so von oben siehst. Also da hast du schon Platz zu landen. Und das ist wirklich für alle Anfänger und die das mal testen wollen in Ruhe, das Flugzeug, ne? Kann man hier auf jeden Fall gut fahren. So, und ich brauche eigentlich gar nicht so viel Zeug hier. Ich brauche nur diese Landebahn, ich persönlich, und ganz kleine Hütte so hier, ne? Und dann war es das. Deswegen hatte ich auch gesagt, ja, ihr braucht doch nicht aus der Vorlage, sage ich mal, alles 1:1 nachzubauen. Sondern macht doch einfach dann das Wichtigste oder baut hier irgendwie, man kann ja auch anders bauen. Ja, das stößt bei denen an und bla bla bla. Und ja, die ganzen Ressourcen, die hier drin stecken, guck mal da, ja, weiß ich nicht, die hätte man dann auch da in eine Haussicherung hier platzieren können oder sowas, ne? Denn hier war es auch nicht gesichert, die Häuser wurden auch komplett zerstört, die Fahnen waren also alle falsch gesetzt, Leute, weil das liegt daran, die können sich nicht überschneiden, ne? Und dann geht man ein bisschen nach hinten und dann hast du auf einmal 5 Meter, 10 Meter Platz dazwischen und das ist halt eine Angriffsfläche, da muss man dann dran denken. Also man muss Fahne bis Fahne wirklich so, bam, so genau exakt dran machen, da muss man da irgendwie drauf achten, ne? Und dann später das nochmal abmessen. Sonst hat man immer so Angreifpunkte und das ist halt nervig. Ne? Wenn du hier dein Fundament kaputt haust, dann explodieren die ganzen Häuser und der ganze Rest auch. Ne? Ich weiß nicht, was hier jetzt wieder vonstatten geht. Also die drehen irgendwie alle durch hier. Keine Ahnung, die ist hin und her. Ich mag sowas nicht, wie gesagt. Aber die können machen, was ich hier will. Ist da überhaupt kein Problem. Ich habe euch das oft genug gesagt. Ja? Und dann lübt der Laden auch, liebe Leute. So, wir gucken mal weiter. Freunde, der Seppel ist jemand, der draußen in der PvP-Zone wohnt. Also, es ist ein kämpferischer Typ, ne? Also, grundsätzlich ist es ja wirklich so, das Zwei-Haus-Konzept ist jetzt ja bei uns hier in dieser 0.7-Version, ne? Also, dass da, weil das gab früher immer Ärger, ne? Immer die PvPler haben auf die PvEler gehackt. Bei mir war das immer extrem bei uns auf dem Server und so, ne? Und ich diesen Hass will ich wegnehmen, sozusagen. Diese zwei Fronten, sondern ich will sie vereint zusammenbringen. Deswegen habe ich mir gesagt, okay, dann machst du das so ganz deutlich. Eine riesige Safe-Zone machst du.
wo jeder immer drin wohnen kann. Ja, aber dann kann ich ja da die Waffen lagern und gleichzeitig draußen angreifen. Kannst du? Kann jeder andere aber auch. Und das ist auch der Sinn des Zwecks. Also ihr seid alle PvPler und PvEler gleichzeitig. Manchmal habe ich Lust zu bauen und manchmal habe ich Lust zu kämpfen. Und je nachdem, wozu ich jetzt gerade Lust habe, das kann ich dann auf diesem Server hier machen von uns, wisst ihr? Und das ist halt der Hintergrund. Deswegen habe ich jedem gesagt, baut einfach zwei Häuser. Die können natürlich mehr bauen, das ist mir doch egal, ne? Aber ein sicheres in der Safe Zone und dann baust du eine Kampfbasis irgendwo draußen in der Welt. Die ist ja viel größer, da kannst du viel mehr machen und so. Und dann geht die Luzi ab. Wir sind bei der Ente süß sauber gelandet, Leute. Und RCS hat gerade den Zombie, glaube ich, gehuldigt. Mit der Keule. Wir sind noch ein bisschen am Schlittschuh fahren, ihr seht's. Nen, aha, Wollhack. Wollhack. Das Lustige ist, das ist ja noch nicht mal übertrieben. Das funktioniert ja wirklich. Das habe ich in der. Da hinten ist Neo. Das habe ich in der Dings gezeigt in den letzten Videos. Also in den letzten. In den Videos von der 06er-Version, ne? Da war das ja ganz schlimm. Da konntest du. Da hatte jeder Wollhack. Wenn man wusste, wie das geht, konntest du in die Häuser reinlaufen durch die Wand und so. Also das ist. Ist ja gar nicht mal so abwegig, denn, ne? Aber. Wie dem auch sei, es ist ja auf jeden Fall schon ein bisschen besser geworden jetzt, ne? Mit der Grafik, ne? Die ist schon ein bisschen schneller da. So, wir sind ja immerhin hier bei so einer großen Palmstadt und die ist jetzt auch schnell recht zügig nachgeladen. Also man kennt es, früher war das ja sogar noch schlimmer halt. Ne? Ja, die Ente süß sauer, Leute, der kriegt gleich wieder Hunger. Aber ich habe ja meine Pizza heute. Ich hoffe mal, die ist gut. Der Käse sieht aber nicht so toll aus. Der ist irgendwie nicht so richtig, das schmolzig. Ich mag das nicht. Wenn der Käse so diese Streifen dann noch, wenn du die Streifen dann noch sehen kannst, ne, dann finde ich immer, nee, das ist kein guter Käse. Der ist nicht wirklich zerlaufen halt, ne? Und also diesmal habe ich tatsächlich einen Käse. Der ist eigentlich so ganz gut. Aber halt für das Machen an sich ist der, weiß nicht, es ist Gouda jetzt, was da drauf ist. Und der funktionierte nicht so. Den ich davor hatte, der war richtig schön geschmolzen, Leute. Und wir wissen, geschmolzener Käse kann ganz gut schmecken. Guck mal. Genauso wie die Nackenschläge von der Zombieline. Erstmal den Rücken massiert, war. Sehr schön. Ja, Freunde, ob Waffe oder Keule, hier ist immer was los, ne? Wir sind beim, wem gelandet? Ragnar. Ich hab grad Ranger gelesen. Oh, guck mal, die Autos, wie die aussehen, Leute. Lol. Das erinnert mich ein bisschen an Feuerstein oder so. Oh, ist er zerfetzt worden oder sie? Ja, was hast du denn gemacht? Gestolpert oder was? Ja, das kann passieren, ne? Ärgerlich. Einer der blödesten. Ja. Damages, die man haben kann, ne? Eine ätzende Verletzung. Und auch, wie gesagt, ich finde auch, die Blutung ist immer viel zu hoch. Sobald du irgendwo runterspringst vom Stein, du hast ja grundsätzlich immer eine Blutung meist, ne? Zu 90% oder so. Das muss auch geändert werden. Na? Mahlzeit alle. Hilf. Ja, ist wirklich Mahlzeit. Ich habe schon Hunger, Junge. Hunger! Leute, ihr seht es. Okay, das kann wieder ein paar Stunden dauern, ne? Und das ist eben das, ne? Dann machst du Shift und W, dann läuft dein Charakter automatisch. Und dann, ja, kannst irgendwas anderes in der Zeit machen, weil man kommt ja einfach nicht mehr vorwärts. Du kannst ja gar nichts mehr machen. Du kannst auch im Nahkampf, kannst du nicht mehr kämpfen quasi, weil du kannst nicht mehr ausweichen dann, ne? Wenn du humpelst. Also wenn du humpelst, ist echt schlecht. Oh, wir sind bei Minou gelandet. Der wohnt natürlich draußen in der PvP-Zone, wie gesagt. Baut da, wo ihr Bock habt, baut mehrere Häuser, ihr könnt alles vollbauen, scheißegal, deswegen kann ich jetzt hier nicht mehr zeigen, weil er soll ja getarnt bleiben. Ihr sollt ja selber herausfinden, wo er wohnt und könnt euch gegenseitig angreifen oder was auch immer, ne? Also wie gesagt, hier ist grundsätzlich immer viel Action. Das Ding ist bloß, in meinen Videos oder im Livestream siehst du das nicht immer, ne? Weil ich kann nicht immer alles so zeigen, weil jeder dann im Video oder im Livestream das ja direkt sehen würde, wo der wohnt, was der hat und so weiter. Versteht ihr? Deswegen versuche ich das ein bisschen zu verschleiern, wie hier jetzt auch, ne? Also, das ist halt das Ding. Am liebsten würde ich die Burgen und sowas zeigen. Ist ja logisch, auch den Spielern länger filmen, ne? Aber dann würden die Spieler irgendwann gehen, weil die keine Bock dazu hätten. Ihr seht es ja selber, ich habe da gewohnt. Neben der Landebahn und einen Augenblick später ist mein Haus zerstört worden und sowas. Das würde denen dann auch passieren. Und da will ich die ein bisschen vorbeschützen. Also, ihr braucht hier keine Angst haben, ne? Ich mache natürlich Videos von den Spielern. Und zeige auch viel, aber ich versuche da dennoch immer die Grundsätze der Verschleierung so einzuhalten, dass ihr da keine Nachteile durchkriegt, ne? Und Minou ist hier zum Beispiel auch gerade die ganze Zeit so ganz wild am Bauen. Oha, Leute, das sind irgendwelche Chinesen oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die sind hier, die wohnen jetzt irgendwo, ne? Und ich kann das nicht lesen. Ich weiß es nicht, Leute, sorry. Also da muss ich irgendwie. Gibt es da irgendwie so eine App für, dass man das so filmen kann und der übersetzt dann diese Zeichen oder sowas? Da muss ich gleich mal gucken. Chinesisches Zeichen übersetzen oder so. Also es muss ja fotografiert werden, sonst geht das ja naja nicht, ne? Aber ich könnte jetzt nicht, ich wüsste ja nicht mal, was das da für Buchstaben sind oder sowas. Aber interessant ist auf jeden Fall,
Ja, dass das so ein ganzer Satz sein kann oder sowas, ne? In der Kürze der Würze. Wisst ihr, was ich meine? Ich vermute mal, da steht, ihr sollt auf Follow drücken. Dann steht da hinten, ihr sollt Subs und ganz hinten rechts, ihr sollt Mitgliedschaft bei mir auf dem YouTube-Kanal machen. Ich gehe davon aus, dass das da drauf steht, Leute. Aber man munkelt. Gut, Freunde, dann sehen wir uns morgen schon wieder, wenn ihr Bock habt. Und dann, wie starren.